I found Sarah Tanner. She made it further than expedition. Tough, like her dad. Das, the final key. Time I paid that bunker one more visit. Jetzt können wir die letzte Tür am Bunker aufmachen. Gehen wir gleich zum Bunker? Vielleicht. Meditier mal kurz drüber. Nein, das Game ist nicht in Englisch umgestellt. Ah gut, das ist ein allgemeiner Bug mit der Sprache auf Englisch. Ja, anscheinend. Ich sollte meine Aber wir können mal eben kurz nutzen. Die Nebendinger hier alle holen. Ja, gern. Ein Mensch, mit dem man reden kann. Gibt's. Nicht der Reisende. Hier verlaufen? Nur auf der Durchreise. Hier kann das tödlich sein. Das ist die Hölle. Ja, des einen Hölle, des anderen Himmel. Schon seltsam, einem höheren Zweck zu dienen. Man hat zwar etwas Angst, aber auch das Gefühl, auserwählt worden zu sein. Wer bist du? Und was machst du hier draußen? Um diese Welt zu verstehen, müssen wir einen bestimmten Ort erreichen. Doch es gibt zu viele Bestien. Und meine Kräfte schwinden. Der Monolith der Alten. Ich brauche deine Hilfe. Du sollst auch belohnt werden. Wenn du es so ausdrückst, helfe ich gern. Die Alten hatten Antworten. Nicht nur über den Anfang, auch über das Ende. Wie kann ich es beenden? Noch ein Monolith. Überall Monolithen. Alle zum Anfassen. Also war eine sehr hohe Kultur. Gerade Penis als über deine bestimmt richtig riesig und viereckig. Gerade als du es bewältigt hast. Ja, das mit dem Monolithen anfassen. Ja, ist schon okay. Ich kann mich zurückhalten. Du musst den Monolith gleich anfassen. Ich fass doch... Wie heißt du, Fremder? Ich bin eine Lady. Ich fass hier nicht fremde Monolithen. Du kannst auch fremde Monolithen mal anfassen. Nein. Erst wenn er mich zum Essen einlädt. Das kann dauern. Ich hab Zeit. Es ist Lockdown. Ich kann warten. Er bringt dir eine Suppe. Ja, endlich mal einer. Oh, endlich mal ein Gentleman. Monolith. Ein Gentle-Monolith. Ein Gentolith. Oder so. Und wie viele Monster hat der Monster Hunter schon getötet? Ich? Ja. Ja, nicht viele. Ich komme ja nicht dazu. Ja, tut mir leid, dass ich dir Zeit klaue. Ja, schon okay. Ich verzeih dir. Weißt ja, ab morgen Jägerrang 20 zusammenspielen. Muss dich noch ein bisschen ranhalten. Schlaf ist heute nicht. Scheiße. So werde ich aber nie ein hübsches. Wollte gestern Abend noch kurz Monster Hunter ein bisschen spielen, das ist mir auch gefallen. Oh, ich kann im Moment gar nichts farmen. Ich müsste eigentlich die ganze Zeit die Missionsquests machen. Tja. Und dafür muss ich live sein. Wieso warst du da nicht? Weil ich dann mich ins Bett gelegt habe und geschlafen habe lieber. Meine Zuschauer werden schon kommen. Die werden schon kommen. Wenn du sie rufst, werden sie kommen. Das ist wie bei Scrubs, das Map so on. Ist einfach nur in das Spawnglas und dann kommen die schon. Oh, da ist noch so ein Pisser. So viel zum Thema Fanservice. Siehst du dich als Fan, SKRHH? Schlaf vor Pöbel.
Antwort ist Arbeit vor Pöbel. Grind. Er ist mein größtes Fangirl. Oh, ich wusste gar nicht, dass du weiblich bist. Lass uns doch privat schreiben. Tu's nicht! Ich schick dir nur Dickpics. Geht ja gar nicht. Rede. Was? Ich kann erst Dickpics verschicken, wenn ich Hubble endlich nutzen darf, aber die immer wird mein Antrag abgelehnt. Gott, war der schlecht. Witzigerweise funktioniert das wirklich so. Du kannst einen Antrag darauf stellen. Weil das Hobby-Astronom nicht. Ah. Aber als wissenschaftliche Fakultät kannst du einen Antrag daran stellen, dass du Hubble benutzen darfst. Und die muss ja nur einen Tag mal sonnenbaden nackt. Und den Wissenschaftlern eine eindeutig zweideutige... Die sehen das ja nicht, weil das wird ja nicht geschickt sofort. Du übernimmst ja so gesehen die Kontrolle. Das ist alles sehr modern in dem Bereich. Ich find's irgendwie schockierend, wie du das alles schon durchdacht hast. Ich weiß das einfach nur, weil ich Astronomie mag. Mhm. Ist okay. Ich glaub dir natürlich. Sollte ich das auch nicht? Du kannst sogar Online-Teleskope mieten. Für einen kleinen Zeitrahmen. Jetzt nicht so, dass du wirklich den besten Blick hast. Aber so vom kleinen Stern warten, dann kannst du die übers Internet steuern und benutzen eine gewisse Zeit für deine Untersuchung. Ich finde das so schön wie die Knochensplitter, die eigentlich schön zerfetzt. Oder Feuer. Feuer! Namen Taumi. Grüße dich. Namen! Ah. Hey, den Monolithen. Da. Hat dir jemand das Herz gebrochen? Was? Das Hubble schon gekriegt, oder was? Lebst du wie ein Einsiedler, damit niemand dich verletzen kann? Sowas in der Art? Ach, den. Ein anderer Monolithen. Okay. Aber ich sehe. Auf meinem Monolithen liegt gerade der Mops. Irrelevant. Sie sind alle fort. Nur du musst das schon spezifizieren. Ich habe auch eine Hose an. Ah ja, das hast du vorhin gesagt. Finde ich sehr anständig. Oh, da kommt was Größeres. Geh mal ins Gebüsch. Warte, bist du damit fertig? Oh nein, ich geh wirklich ins Gebüsch. Oh nein, meine Nase juckt. Ja, jetzt weiß ich, wie es mir gestern ging. Dann hast du dich noch über mich lustig. Ich bin das Spiel super. Spürst du meinen Schmerz. Vorsicht, ganz viele kleine Gegner. Oh, das ist gut. Na, aber wenn der hinter mir ist, ist das nicht gut. Ich kann mich nicht voll heilen, ne? Wie gesagt, ich fand das Spiel auch vorher schon gut. Es war halt nur schade, dass die Server nicht funktioniert haben. Nein! Geh weg! Genau, mach Puffs, Girl. Oi. Oh, gibt's doch nicht, ich bin tot. Kann mich auch nicht wiederbeleben. So. Hatte ich schon. Richtig. Oh, fuck. Wie ich sehe, bist du auch tot. Ja. So ist es einfacher. Für uns alle. Da ist der Obelisk. Mal sehen, was den so besonders macht. Ja, dort.
Nein, du hast Asche drauf. Bleib stehen. Boah, diese Portfähigkeit. Also man konnte ja zum Release spielen. Aber nicht die ganze Zeit. Und auf Konsole war es wohl am Anfang nicht problematisch. Der PC war wohl bei den Servern schwieriger dran. Ja, ich belebe mich wieder. Ja, mach mal. Nein, nicht durchs Wasser. Oh. Belebst du dich wieder, bitte? Geht nicht, der hat mich vorhin schon erwischt. Oh, ich fass es nicht. Ich hasse diese Blutdinger. Ach, er macht auch viel Schaden. Er ist halt einfach ein furchtbar ekelhafter Gegner. Da ist der Obelisk. Oder ist er vielleicht mal sehen, was nur missverstanden? So macht. Willst du vielleicht lieber mit ihm darüber reden, ausdiskutieren. Was bist du? Ja, ich kill ein paar Ads. Me too. Wurdest du sexuell belästigt? Ja. Hast du gar nicht gemerkt, ne? Nee. So ist die sexuelle Belästigung schon in dir verankert. Aber jetzt kann sie nochmal wiederbeleben. Ja. Steht drauf. Oh. Na endlich. Und ich krieg nur blau immer aus diesem. Ich hab auch nur blau. Raus. Dafür darf ich den Obelisken anfassen. Ja, fass ihn. Es ist heiß. Dem fass ich zuerst an. Reibi. Du bist verändert. So nennen sie es dort, wo du herkommst. Woher zur Hölle kommst du denn? Und warum bittest du mich um Hilfe? Du hast Kräfte. Du kannst doch... Sei dir deiner Kräfte bewusst. Denn sie führen dich in den Wahnsinn. Je mehr du sie näherst, desto stärker zieht die Dunkelheit. Oh, ich habe nicht mehr die Kraft.
kannst das lesen? Wer bist du? An deiner Stelle würde ich umkehren. Auf diesem Weg wartet der Tod. Der Lohn für deine Mühe. Immerhin schenkt er uns was. Ja. Nimmt er die Maske ab und dann ist es in Wahrheit Seth und der ist gar nicht. Und falls es wirklich so ist, will ich es nicht wissen. Hey, Reisender. Das war jetzt bloß spekuliert. Hast du etwas über dieses große Tor oder die Ruinen? Wer das alles gebaut hat? Was könntest du denn mit der Antwort anfangen? Meine Neugier befriedigen? Neugier ist Arroganz. Sie ist es, die uns hergeführt hat. Sind hier, um zu überleben. Nein. Ich habe Blut gefunden. Überleben, wenn unsere Antworten alles andere zu. Sehr schön, hast du gut gemacht. Tätschel, ja, tätschel. Ja! Einge. Proof möchte zurück teleportieren zum Lager. Na gut. Proof möchte ins Bälleparadies gebracht werden. Ich will auch ins Bälleparadies. Das war schön. Aber ich will keine Bindehautentzündung. Du kriegst alles inzwischen da drin. Wir müssen uns einfach ein eigenes Bälleparadies machen. In der Badewanne. Was kannst du? Ich hätte jetzt Planschbecken gesagt, aber ja. Oder Planschbecken. Man muss ja nicht immer mit aufblasbaren an da drin sitzen. Kann ja auch mal kreativ werden. Und auf der anderen Seite liegt das Paradies, von dem wir träumen. Willst du runter, Hund? Leg dich hin, mein Schatz. Ach, mein aktueller Perk da drin ist ja auch nicht so gut. Boah, hast du gesund? Entschuldigung. Oh Mann. Dr. Zaidi. Du musst meine Ausrüstung anpacken. Passen. Anpacken. Oder? Okay. Ah ne, das ist ja richtig. Das mit dem Rüstungsding habe ich ja eh mal drauf. Das muss ich wieder ändern, dass das zu Frost wird. B.
Die Lebensdauer ist nicht so wichtig. Ich glaube, auf dem Ding hatte ich eigentlich, dass der Kälteeinbruchradius erhöht ist. Doch, Frostschub macht schon Sinn. Wenn Gegner eingefroren sind, mache ich halt 15% mehr Schaden bei denen. Ich glaube, Serena philosophiert noch. Nein, ich warte. Worauf? Na, das wird interessant. Du arrangierst gerade deine Perks. Habe ich. Gesucht, Blitzkrieg. Dann auf Blitzkrieg. Zweimal schlagen, wir stehen vor Warschau. Ist es schon wieder soweit? Dumm, 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 dumm. Ich reite auf dem Mobskarren. Ach, deswegen war Till die ganze Zeit nicht so oft auf dem Discord. Ja, das macht Sinn. Der ist jetzt an der Front. Ja. Ich hoffe, unsere Taskforce führt den Krieg nicht. Du kannst durchmachen, du kannst aber auch schlafen. Wie normale Menschen. Ja, wir feiern die ganze Nacht. Wupp, wupp. Mal an. So, und ich würde dich ja runterlassen, aber ist gerade schlecht. Daddy muss ballern. Daddy gibt Hund Küsschen und setzt ihn runter. So viel Zeit muss sein. Oder kommt was von hinten? Du wirst gerade von einer erschossen. Uns. Ja, weiß ich auch. Gerade ein bisschen umrunden. Alles gut. Ich gehe mal auf die andere Seite. Dann geht das nicht nochmal schon. Upsala. Umrunden ist nicht das Problem. Problem sind auch Leute, die hier auf der Anhöhe stehen. Und runter snipern wie die Blöden. Boah, Drecksgift. Boah. Ich lieg wieder. Die kommen gerade runter wie die Blöden. Ja, die haben mich an der Treppe erwischt.
Da ist aber ein Problem. Ach. Schaff das. Mit dem Boss. Gemeinsam statt einsam. Okay, daneben so. Gibt jetzt auch einen Sniper oben. Upsala. Du machst das, ich schau dir zu. Nein, du machst mit. Nee, eigentlich schau ich wirklich gerade nur zu. So, hast du keine Munition mehr? Upsala, jetzt kann ich mich nicht wiederbeleben. Ich komm gleich zu dir hinter. Du würdest wahrscheinlich eh zu mir her. So viel hat er ja nicht mehr. Noch ein Viertel. Oh! Wieso hält denn der so viel aus? Weil er stark ist. Der hat viel mehr Hafer gegessen als ich. Dann geh in die Küche, hau dir die ganze Packung Hafer rein und dann geht's dafür. Da bist du. Der andere. Ah! Ich hätte es nicht verändern sollen. Auf Standardschussmagazin. Aua.
Jetzt kommt der Dicke. Ja, und der kommt wieder ordentlich einen entgegengelaufen. Scheiß Sniper. Also ich kann mich nicht wiederbeleben. Ist noch schlimmer als vorhin. Dämlicher Blitzkrieg. Da ist Erz. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt für Erz. Du machst oben die Erz kaputt? Ja. Weil der Sniper sonst hier die ganze Zeit auf die Eier geht. Aber ich habe den Sniper noch nicht erwischt. Sind auch nur noch drei Erz da. Hier sind alle Erz down. Jetzt gibt's nur noch den Dicken. Der mit seinen scheiß Giftschüssen. Ein Frierautomatik. Hast du noch deine Wiederbelebung? Ja, yep, hab okay. Ich. Ah, der ist jetzt eh tot. Juhu! Ach, hier, das Erz. Ich schieße in den Kopf. Jetzt ist die Zeit. Nein! Später im Erz. Jetzt aber. Oh. Dachte, ich habe das Erz verbuggt. Ja, ganz schrecklich. Ja. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie, ich glaube, bei mir ressourcentechnisch, vor allem so Eisen und sowas, ist ja voll. Bis oben hin. Nie genug haben. Niemals. Immer mehr. Mehr.
bis nicht mehr geht. Hat nämlich bestimmt ein Limit irgendwo. Oh, zwei Kisten. Ach, was? Zum Glück kannst du es verkaufen. Zurück H. Ach, du kommst ja wieder zu Fuß. Ja. Wie ein Bauer. Selber Bauer. Es hält die Waden schön schlank und muskulös. Ja, warum gibt's nicht Bäuerin sucht Frau? Weil keiner sehen will. Reis endlich. Oh, was hab ich? Was hübsch. Mein Gott, das Mikro ist heute entweder zu hoch oder zu niedrig. Ich wechsle zu sehr zwischen meiner körperlichen Aufrichtung. Steck dir einfach einen Stock in den Arsch, das heißt das. Seine Leute, oder so. Ohne Aufgabe. Kreativ haben keine sein. Wahl als zu plündern und zu töten, sonst würden sie sich gegenseitig zerfleischen. Aber was bringt der Stock, wenn man eh verstopft ist? Um die Verstopfung zu lösen, kannst du ja ein bisschen mit rühren. Ach, ich wollte wieder auf den Einzelschuss zurückgehen, weil ich habe keinen Magazinvorteil dadurch. Also doch, ein paar Schüsse mehr sind drin, aber es ist halt Unsinn. Will ich wirklich herausfinden, ob dieses Bauwerk dazu gedacht ist, etwas einzusperren oder etwas auszusperren? Könnte dieses Tor das Ende der Anomalie sein? Vielleicht kann sie es nicht durchdringen. Jagen? Jagen? Ja, ihr jagen? Viecher, ja. Wendigo? Ja, hier. Wie hier? Ich laufe gerade in die Richtung vom Wendigo. Du stehst wahrscheinlich beim Historiker-Ding. Oder? Also bei mir zeigt es hier Wendigo. Dann, auf die Mission. Ja, dann mache ich einfach Y. Also entweder spinnen die Karten total oder keine Ahnung. Die Karte springt so, also spinnt sowieso, vor allem das Navi-System. Kiste. Kannst auch H drücken, ist offen. Ich will es angucken, jetzt richtig anfassen. Mir einsaugen, wie so eine tschechische. Professionelle. Professionelle, genau, das Wort habe ich gesucht. Obwohl das Land wahrscheinlich auf die Professionalität hinweist. Da war aber Wendigo jetzt aber noch nicht dabei. Nö. Sonst wäre es ja echt zu einfach gewesen. Feldstufe 12, da wäre ich jetzt aber echt enttäuscht. Bam! Bam! Mehr abschmatzen! Was? Abschmatzen! Ekelhaft! Da kam da dieser Typ und der hat voll abgeschmatzt. Und er hat gesagt, der hat gar nicht abgeschmatzt. Ich glaub, da ist der Wendigo. Ja, sieht irgendwie auch gefährlich aus. Größer. Hungriger.
Was willst du von mir? Serena schmeckt viel besser. Gar nicht wahr. Rupert hat lecker Hafer gegessen. Viele Ballaststoffe. Ich hab viel zu viel Ballaststoffe für ihn. Was? Serena ist perfekt zwischen weich und hart. Nein, gar nicht wahr. Das hast du selbst erzählt. Schlecht für seinen Cholesterinspiegel. Ah, also doch fett. Bleiben wir lieber dabei, bevor es mich frisst. Ich kann ja auch sagen, von mir kriegt er Diabetes, weil ich so süß bin. Oh. Machst du auch Streams im Pool? Noch nicht. Ich brauche jetzt den perfekten Bikini. Keine Sorge. Noch 4 Lockdowns und du bist auch soweit. So durch. Und ich habe keine passende Aufblasbanane. Das kann dein Freund besorgen. Das. Der natürlich dann nicht mehr dein Freund ist offiziell, aber er kann ja alle Sachen besorgen und die Fotos machen von dir. Ja. Jeder weiß ja, alle Frauen, die sowas tun, sind offiziell Single. Natürlich, anders geht das gar nicht. Bam! Patsch, das ist geplatzt. Und weggeschmolzen. Ah, schön. Jetzt haben wir Maschinengewehr. Episches Sturmgewehr. Und eine Kiste. Noch 4 Lockdowns bis Ostern. Ja, und 3 Brücken-Lockdowns. Ach, gibt es jetzt keine Brückentage mehr, sondern Brücken-Lockdowns? Ja, die überbrücken die Zeit zwischen den Lockdowns. Ansonsten ist das ja alles Unsinn. Ja, sonst macht das keinen Sinn mehr. Ich habe gerade eine Kiste aufgemacht. Erz angebohrt. Ich habe auch Erz angebohrt. Kannst du noch? Ja, da ist das ja Eisen. Ich habe mein Bohrer rausgeholt und habe gebohrt. Das sollte man nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Das wird immer schlecht angesehen. Aber sonst in der Öffentlichkeit geht das. Sonst in der Öffentlichkeit, wenn keine anderen Menschen da sind in dieser Öffentlichkeit, kannst du deinen Bohrer jederzeit rausholen. Wieder mal was dazugelernt. Ah, ich wollte mir die. Da haben wir noch die Historiker-Mission irgendwie südlich von hier. Also ein Kompass hätte echt geholfen. Im Gesamtkonzept des Spiels. Dass man sich wenigstens an irgendwas auf der Karte orientieren kann. Ja, oder irgendwie ein Marker, dass du wenigstens siehst, wo du stehst. Du weißt, welchen Ausgang du rauslaufen musst. Hä, was mach ich? Sag mir bitte nicht. Nein. Ich versuche das mal mit dem Schadensabsorber. Wie viel der bringt. Wenn du halt. Also die 7000 mehr Rüstung, das ist ja fast eine Verdopplung meines Rüstungswerts. Der lutscht den Schaden. Und noch 3. Ja, Trauertage für den Einzelhandel. Also wir könnten Hauptquest weitermachen oder wir könnten zurück in den Steinbruch und nach Trenchtown. Wir könnten auch einfach erstmal das historische Ding noch holen. Welches? Ach ja, das von der Historikerin. Also wenn wir den Durchgang dafür finden, weil der ja nicht erkenntlich ist. Moment, hier war der. Blöd ist mir mit der Marker nicht mehr angezeigt. Wo ist denn das?
zerstörtes Denkmal, Innenhof oder Skulpturen oder... Unbekanntes Gebiet. Aber verlassenes Heiligtum war auch eigentlich genau das Ding, was... Ah. Da waren wir jetzt gerade drinnen. Ja, das verlassene Heiligtum war das, wo wir vorhin für den Typen drin waren. Nö, da war doch Killquest. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Das ist... Hier sind wir reingegangen für die Killquest. Das war, glaube ich, das war nämlich das mit dem Heiligtum. Da, wo ich jetzt gerade stehe. Ah, jetzt bin ich genau auf der anderen Seite, auf der überwucherten Terrasse. Jetzt kann ich, jetzt weiß ich in etwa, wo ich hingehen muss für das Historikteil. Okay. Genau gegenüberliegend. Geräusche machen mir Angst. Geräusche? Erze, Kiste! Erze! Kiste! Was ist los? Was war in dem Kaffee drin? Ich habe den Kaffee noch gar nicht ganz getrunken. Bist du aufgedreht? Hörst du jetzt Farben? Kann Farben schmecken. Das ist aber eine Qualifikation von mir. Wie schmeckt grün? Sind immer noch falsch. Ich laufe dir einfach stumpf hinterher. Grün schmeckt natürlich nach Gras. Hey, Chana, ist Bailey noch welches bewusstlos? Welches Gras? Dass wir unterwegs sind, hilft nicht gerade. Normales Wald- und Wiesengras. Ich weiß ja, dass es keine Entschuldigung für das gibt, was sie getan hat. Hört sich an, als würdest du es entschuldigen wollen. Also, Bailey war genauso Corrigans Sklavin wie ich. Aha. Er hat sie etwas besser behandelt, aber er hat unsere Gedanken über Jahre vergiftet. Du hast nie versucht, mich zu töten. Sag Bescheid, wenn sie wach wird. Oh, danke, Ausrufezeichen. Was jetzt erst auftaucht. Hey, wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir haben uns in diesem Dschungel orientiert. Das war die größte Herausforderung. Scheiß auf Weltstufe 12.